Dann als nächstes, die nächste Gruppe. Ja gut, die beschäftigt sich mit Webseiten. Und zwar, wir kennen alle die schlechten alten Webseiten und wie macht man die besser? Wie aktualisiert man die? Damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Von daher einen großen Applaus an die Gruppe Webseitenaktualisierung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über halt how to Webseiten aktualisieren. Also wie aktualisiert man Webseiten? Denn unser Problem war, dass halt viel zu viele Webseiten zu alt und zu hässlich sind. Und das wollen wir halt ändern. Außerdem sind auch einfach die Inhalte nicht mehr besonders aktuell. Und ja, und das Projekt ist von Leander und Leopold. Was haben wir gemacht? Oder auch how to Webseiten aktualisieren. Wir haben uns ein Konzept überlegt, mit welchen Schritten man eine Webseite von Grund und auf neu aktualisieren kann. Das haben wir dann auch mal an einem Beispiel erprobt. Schritt 0 oder auch Hacken ohne zu programmieren. Als allererstes haben wir uns einen Plan erstellt, wie wir das denn angehen wollen, damit wir auch wissen, was wir tun. Und der sah folgendermaßen aus. Schritt 1 oder auch how to wichtige Informationen rausfiltern. Wir haben geguckt, welche Daten wir noch gebrauchen können und haben sie danach gesichert. Schritt 2 oder auch how to Zielgruppen finden. Als zweites haben wir uns eine fiktive Person überlegt. In unserem Fall war die Person Ökologie Udo. Da wir nämlich uns überlegt haben, was macht diese stereotypische Person aus und wie müssen wir die Website gestalten, damit die auch der Person gefällt und die gerne die Sachen kauft oder spendet, was halt unsere Ziele waren. Schritt 3 oder auch how to durchnavigieren. Unser dritter Schritt war uns zu überlegen, wie man sich durch die einzigen Elemente navigieren kann. Wir werden uns auch relativ schnell einig. Schritt 4 oder auch how to Öko-Udo überzeugen. Wir haben uns überlegt, wie wir Udo überzeugen können. Und zwar haben wir uns dafür einen Überzeugungstrichter überlegt, der halt in vier Schritten in vier Schritten aufgebaut ist. Als erstes müssen wir die Aufmerksamkeit erregen. Das kann man machen über Social Media oder Flyer. Dann müssen wir noch das Interesse der Leute wecken. Und zwar zum Beispiel mit dem Bio-Siegel oder irgendwelchen anderen Dingen. Dann müssen wir noch den Wunsch erfüllen, irgendwie mehr darüber zu erfahren. Das kann man machen mit Fotos oder Videos. Und letzten Endes dann wird das Ziel erfüllt. Und zwar, dass wir Geld sammeln oder irgendwas verkaufen. Jetzt kommt die Live-Demo. Ja, warum sieht das so? Egal. Das war letzten Endes unsere Website. Ich habe sie irgendwie anders in Erinnerung, aber egal. Von null auf nochmal angefangen. Wir haben sie komplett neu aufgesetzt und uns halt nur die Daten, die wir noch brauchten, von der alten Website runtergeholt. Das ist die alte Website. Und wir fanden es halt erstens eine Frechheit, dass sie 2018 das letzte Mal aktualisiert wurde. Und zweitens fanden wir es auch eine Frechheit, dass im Reiter letzten Endes unter Aktuelles die Suche und irgendwas zum Newsletter war. Das gehört einfach nicht unter Aktuelles. Naja, das waren so unsere Gründe, warum wir das neu aufsetzen wollten. Wir sind noch nicht fertig geworden. Sieht man, glaube ich, auch ein bisschen. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir das aufteilen. Der eine macht die Einseiten. Zum Beispiel hat Leander übernommen, über uns zu machen oder unsere Ziele. Und ich habe die Homepage erstmal übernommen und Organisation auf unserem Gelände. Und dann haben wir noch angefangen, mit der CSS zu arbeiten. Sieht man, glaube ich, auch ein bisschen. Und dadurch haben wir letzten Endes diese Website erstellt. Danke fürs Zuhören.